Mein Name ist Rudolf Meyer, bin Tischlermeister. Unser Hauptwerk liegt im Fensterbau. Tropenholz machen wir schon seit 30 Jahren nicht mehr, weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen Holz aus der näheren Umgebung kaufen. Alle Reste, die wir bei uns anfallen, kommen in den Spänebunker rein. Dadurch wird die Firma geheizt im Winter und die Holztrocknungen. Und rundherum haben wir auch noch mehrere Häuser angeschlossen. Durch dieses Keramikfilter sind wir jetzt staubfrei, was oben aus dem Schornstein rauskommt. Was wir hier über uns auf dem Dach haben, ist eine Photovoltaikanlage. Ich habe mich dazu entschlossen, Wasserlacke zu nehmen. Und da gab es eine Kuhlackwand, heißt die, sodass wir also mindestens 50% Einsparung haben bei der Lackiererei. Wir haben nochmal 1800 Quadratmeter neu gepflastert. Da habe ich überall Ökopflaster drauf. Der ganze Niederschlag, der hier kommt, geht gleich wieder ins Grundwasser rein. Wir sind von den normalen Neonröhren, haben wir jetzt umgestellt, alles auf LED-Beleuchtung. Wir haben Obstbäume gepflanzt. Dann haben wir noch eine Blumenwiese, die haben wir angelegt, damit auch die kleinen Lebewesen sich hier bei uns ein bisschen wohlfühlen.